Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir mal ein Dreigespann, und zwar die Three Musketeers von Leslie aus der Bestseller Collection. Ja, wir haben hier drei Batterien, A9 Schuss. Es sind halt kleine Batterien. Der Karton ist schon ein bisschen kafutsch. Schaue ich mal einen raus. Ja. Huch, man sieht ja gar nichts. So sehen sie aus. Sind halt wie gesagt von Leslie. Oben mit Papier. Und sie haben unten noch ein Standfuß. Was für mich jetzt erstmal neu ist, die Batterien hatten sonst nie einen Standfuß, die kleinen von Leslie. Naja, sind sie mal ein bisschen schlau geworden. NEM haben wir hier 65,25 Gramm. Ich schaue trotzdem mal die anderen kurz nach. Hier haben wir das andere Artwork. 65,25. Und ich denke mal, die andere wird auch 65,25 haben. Ich hole sie auch noch raus. Moment. Ja, hier haben wir das andere Artwork. Und auch 65,25 Gramm. 65,25 Gramm hört sich für mich jetzt erstmal viel an für 9 Schuss. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus zur Zündung der Three Musketeers von Leslie. 30 liegen wir übrigens bei 12,50 Euro. So, jetzt haben wir hier die drei Musketiere. Wir fangen einfach mal an und zünden jeweils dann halt die weg. Schauen wir uns das an. Langsam schläft mein Arm ein. Aus dem Set von den drei Musketieren. Aber wie gesagt, das Set hat glaube ich 12,50 Euro gekostet. Drei kleine Zerlegerraketen. Ich glaube 8 Schuss hatten die, ne? Ja, eigentlich geht es eigentlich. Ja, gibt besser. Naja, also ich würde es mir nicht nochmal holen, aber für den Preis ganz okay.